Eilat ist der südlichste Ort Israels, direkt am Roten Meer gelegen. Und heute eine der bevorzugten Feriendestinationen dieses Landes. Und das zu gutem Recht so. Aber das war nicht immer so. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es hier nur einige Fischerhütten. Und in späteren Jahrzehnten, als Eilat zum Staatsgebiet Israels gehörte, gab es hin und wieder terroristische Anschläge aus den Nachbarländern. Heute ist es hier in dem schmalen Landstreifen zwischen Ägypten und Jordanien aber außerordentlich friedlich. Und zu Hunderten entstehen hier neue Hotelbauten. Auch in der Bibel kommt Eilat schon vor. Als das Volk Israel aus Ägypten auszog und den Weg ins gelobte Land suchten, nahmen sie die Südroute. Und die führte unmittelbar hier vorbei. Im zweiten Kapitel des Buches Deuteronomium lesen wir dann Folgendes. Dann machten wir uns auf, nach der Wüste hin aufzubrechen in Richtung auf das Meer von Suf, wie der Herr uns geboten hatte. Und wir umgingen das Seirgebirge in vielen Tagesmärschen. Wir zogen dann weiter, weg von unseren Stammesverwandten, den Sohnen Esaus, die in Seir wohnen, abseits der Araberstraße, die von Eilat und Ezion-Geber herkommt, machten eine Wendung, um Richtung auf die Wüste von Moab zu nehmen. Das Volk Israel kam also von Ägypten entlang die Sinai-Halbinsel und zog von hier, von der Spitze des Roten Meeres, dann die östliche Route durch das heutige Jordanien, um das Tote Meer zu umgehen und von Osten her das gelobte Land einzunehmen. Und Ezion-Geber finden wir später wieder an einigen Stellen in der Heiligen Schrift. Salomos Zeit landeten Goldschiffe aus Ophir hier in Eilat. Heute ist es eine Stadt, die Touristen aus aller Welt anlockt. Zwei touristische Höhepunkte, die Eilat zu bieten hat, sollen an dieser Stelle noch vorgestellt werden. Das Unterwasserobservatorium, das in das Korallenriff des Roten Meeres hineingebaut wurde, und den Red Canyon. Thank you.
den Steinböcken. Steinböckli-Familie.